Servus, der Marc von Tische Winzchen, bei mir ist die Lea. Und die Lea, weil der Bauern ist. Ja, bitte. Mit zwei Gänsekleinen oben und unten. Genau. In weiß auch? Ja. Oder? Ja. Oder weiß. Nein, weiß. Mach den Bauch frei, bitte. Du bist die Aufnahme. Wie bitte? Ja, bist du? 18. Ja, das ist richtig. So, High-Waist haben wir gerade schon gelernt, ist bitte die nächsten 6 Wochen eher nicht so optimal und gern gesehen, weil natürlich alles, was da auf dem Bauch drauf drückt, echt schlecht ist. Also wirklich versuch, da die nächsten 6 Wochen was anzuziehen, was nicht drauf kommt. Das wäre gut, das stimmt hier. Did I say yes? Soll man frei sagen? Ja, frei sagen. Warte. Das habe ich selber gemacht. Wirklich? Ja. Ich finde es voll cool. Also. Aber die Hose nicht? Nein, die ist gekauft. Hast du das selber eingenäht? Ja. Ist ja süß. Wie mit der Nähmaschine, oder was? Nein, mit der Hand genäht. Okay. Wie lange brauchst du sowas? 10 Minuten, eine Stunde? Nein, ja, nicht so lange. Was ist das für Gemüse? Naja, cool. Was ist in jeder Hose drin? Irgendwas? Nein. Nein, nein. Das ist die Did I Say Yes Hose. Ja, genau. Aha. Ja, zu mir hast du ja gesagt, ja? Also, ich kann die Frage jetzt ganz entspannt hier. Ich bin tiefenentspannt, was du sagst. So, dann werden wir mal anzeigen. Aber hängen lassen. Dann kannst du dir unten kurz unter den BH klemmen oder einfach so ein bisschen, dass es weg ist, geht das? Ja, so. 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 Dann zeigen wir das mal an. Komm, ob du das irgendwo gesehen oder? Mir war langweilig, würde ich sagen. Dann hast du gedacht, dann legen wir mal die in den Hosenlatz. Ja, genau. Ja, gut, okay, alles klar. So. Gut, meine Liebe. Kurz stehen noch mal kurz. Dann kommt die Walze runter. Passt, einmal Spiegel schauen. Oberer Punkt, unterer Punkt, schön gerade mittig den Bauchnabel durch. Ja. Ein ganz normales Basic Bauchnabelkissen. Ja? Gut. Dann warte kurz, du kriegst mal eine Ablage hier hin. Ja, kommt ja für jeden Kunden immer alles frisch. Dann auf, das hört sich ja so. So, bitteschön, nimm Platz, meine Liebe. Dann packe ich noch den Schmuck aus, die 2 Steinchen. Und dann geht's los. So, der Bibi. Piercing hast du nicht gehabt, oder? Nein, noch nicht. Du hast schon Piercings gehabt oder ist das dein erstes? Die Ohrlöcher halt. Ja, das geht nicht gar nicht. Ne? Ja. Wo kommt der Name her? Aus Indien. Hat eine Bedeutung wahrscheinlich schon, oder? Ja, unterschiedlich. Aber genau weiß ich es jetzt nicht. Das muss einfach sein, die Schöne oder die Bezirzende, irgendwas Positives erfinden. Ja? Die Hause, die wir hier. Glaubt eh jeder, weil kann weiß ja gar nicht. Ja. So. Also, Mira, dann los geht's. Wir starten. Du hast gerade dazu geschaut bei der Freundin. Du hast gesehen, dass es nicht schlimm ist, die lebt noch mit der Hand. Also, so, Hände dem Körper legen. Ach so. Ja, nur, die darfst du halten, aber die bleibt mir da drüben. Und dann schnappe ich mir mal die Bauchfalte und bereite soweit den Stich vor. Dann suche ich weiter und wenn. Das war's schon. Ich meine gleich. Was war das für ein Geräusch? Schmerz. Wirklich? Mhm. Also ich kann, ich berühre, mir hat es nicht wehgetan. Ich habe gar nichts gespürt. So. Gut. Ja, los geht's, dann sind wir fertig. Fit. Wenn du willst, bleib noch kurz liegen, bis du fit bist. Du kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du fit bist, dein Kreislauf passt, auch gerne rausgehen. Ja. Wie du dich am wohlsten fühlst. Ja. Geht schon? Na dann probier's. So.
Bring die einmal zu mir. Sehr schön ist das geworden. Gefällt's dir? Ja, danke. Super, freut mich. Dann haben wir das geschafft. Dann. Ich erkläre mal die Pflege noch schnell mit den Kunden, das ist noch wichtig. Wichtig ist mir, Highways Force, wie gesagt, nicht die nächsten Tage, jetzt vielleicht einfach offen lassen, dass da nichts kommt. Ja. Und Leiber einfach runterziehen, fertig. Zukleben würde ich es nicht, ich würde es immer offen lassen, also keine Pflaster oder sowas drauf machen. Dann würde ich dir empfehlen, dass du bitte vorne den Spray Gel nimmst. Ich erkläre dir, wie es geht. Zuerst du die Hände waschen und desinfizieren, ist klar. Ja. Dann nimmst du vorne den Spray und sprühst du bitte den Spray einfach so zwei, drei Mal oben und unten auf den Bauch. Mhm. Nimm eine Küchenrolle, reinige mit der Küchenrolle dein Piercing oben und unten. Okay. Und dann nimmst du das Gel, da reicht ein Tropfen, oben und unten drauf tupfen, Piercing bewegen und du bist fertig. Okay. Drei Wochen, zweimal am Tag und dann drei Wochen, einmal am Tag. Das ist sechs Wochen am Stück. Okay. Und in sechs Wochen, wir sehen uns wieder hier zu wechseln und kontrollieren. Auch die beiden Plätze am Start. Und ich natürlich auch, wenn du weißt. Duschen, Sport, Haare waschen, wie gesagt, morgen. Dampfbad, Thermal und sowas, drei Wochen nicht. Und wenn du Haare fährst, dann muss er das kein Problem. Okay. Zu Hause bitte nicht, weil die Frau soll nicht mehr drauf laufen. Hast du Fragen? Nein. Dann gebe ich dir den Pflegezettel mit. Dankeschön. Danke dir fürs Kommen. Danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euch danke, dass du schon. Das ist in Ihrer Filmbauchnabel. Ciao.